Und wir müssen nicht alle irgendwelche gebleachten Pornodarsteller sein. Die Antwort Nein ist die schwerste, die man überhaupt geben kann. Also man wird so komisch high. Und deswegen ist es auch offiziell Folter nach 4 Tagen. Und dann plötzlich kommen die Tränen und du heulst und heulst und heulst. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, was du so für crazy stuff auf YouTube machst. Okay. So heißt das Format. Oh, ich hasse Wälze und dann wieder mit dem... Es ging um Wälze und Wälze sind ja fast so groß wie Haie. Aha. Ja, dann merkt man, das, ich finde es nicht gut. Was war da? Das war Kunstflug. Da wird einem ein bisschen schlecht, aber es ist schon wahnsinnig, wenn man Vertrauen in den Raten geht. Und das war im indonesischen Dschungel. Das Schlimmste, was ich je gemacht habe. Und ich sag's bis heute, es war wirklich das Schlimmste. Da sehe ich einfach fantastisch aus, weil mein Kollege Sebastian Meinberg und ich da einen Weltrekord aufgestellt haben. Und zwar haben wir 3 Tage durchmoderiert. Und das steht jetzt in diesem komischen Buch. In dem Guinness Buch der Rekorde. Rekorde. Mega. Über 72 Stunden ne, habt ihr da durchmoderiert. Mhm. Nach dieser Sendung, nach diesem Marathon, war aber auch bei einer Ari erstmal Schicht im Schacht. Der Schlafforscher hat gesagt, in den 72 Stunden noch, und das sind ja nicht nur 72 Stunden, du wachst ja nicht auf und stehst dann vor der Kamera und dann geht's los. Mhm. Insgesamt sind es 4 Tage gewesen. Krass. Und offiziell ist es auch Folter, wenn man 4 Tage nicht schlafen darf. Und das merkt man. Also man wird so komisch high, man kriegt es nicht mit. Und Empathie geht nicht mehr so gut, sagt der Schlafforscher mir während der Sendung. Ich denke mir, ich finde dich blöd, was erzählst du mir hier? Ich bin, guck mal, wie ich aussehe. So, naja, und dann knallen diese Flittersachen da und irgendwer sagt, ja, ihr habt es geschafft. Und dann stehst du da und denkst dir, ah, das mit der Empathie, ne? Das war, also alle freuen sich jetzt, dann mache ich jetzt mal so. Ah, echt? Ja, mega! Das kam gut an. So. Dann mach ich weiter so. Wie fühlst du dich? Das ist mega aufregend. Und du denkst die ganze Zeit, I don't care gerade. Okay. So, also bist dead inside. Ja. So. Dann wirst du nach Hause gefahren. Jetzt kommt's. Dann liegst du im Bett. Dann wirst du sehr wütend übrigens, weil dein Team, die wahnsinnig viel gemacht haben, weil eine Sendung so lange zu organisieren ist auch schlimm. Die fangen an zu feiern. Und du denkst dir, oh, mir ist ein bisschen schwindelig. Ich will auch mit feiern. Ich habe das auch gemacht. Und du wirst so, also es ist komplettes Chaos. Auf jeden Fall liegst du dann, wenn du dich dann diszipliniert hast, nach Hause gefahren, im Bett. Und plötzlich ist alles sehr leise und sehr dunkel. Und du bist wahnsinnig allein. Und dann plötzlich kommen die Tränen und du heulst und heulst und heulst. Ja. Und irgendwann schläfst du dann um 23 Uhr ein. Und am nächsten Tag rufst du deinen Kollegen an, weil, boah, ist hart, ne, Sebastian? Also, ich habe nur geheult. Ich auch. Ja. Also, wir heulen, wir heulen. Und Schlafforscher waren danach sehr interessiert an uns, weil es einfach nie jemand macht. Und ich habe gefragt, was das denn sollte. Und die sagten, wenn man so lange ohne Schlaf ist, deswegen ist es sehr, sehr schlecht, wenn man eine Depression hat, wenig zu schlafen zum Beispiel, weil das das verstärkt oder das führt dazu auch. Das ist aber nicht wie Hunger. Also das Gehirn braucht quasi die Zeit, das zu rekapitulieren. Und wenn man das nicht kriegt, dann wird dein Körper und dein Hirn und deine Seele sehr, sehr traurig. Und dieser Schlafforscher meinte halt, das war das Maximum, was man seinem Körper antun kann. Und deswegen ist es auch offiziell Folter nach 4 Tagen. Maximum ist dein ganzer Werdegang, ja? Also du bist einfach Challenge, Ari. Ich frage mich, gibt es irgendetwas, was die Ari nicht kann? Bürokratie, ganz schwer. Ist Briefe und beantworten und so schwierig. Und manchmal rede ich zu viel. Das merke ich Nein. schon. Doch, das irgendwann hätte ich nicht ist gedacht. Der Punkt, wo ich denke, da, ich rede schon ziemlich lange, oder? Gibt es eine Challenge, wo du sagen würdest, ciao Leute, no way, leco mio, ich bin raus? Wetten, du schaffst es nie, dich auszuziehen. Ja, das werde ich nicht tun. Nichtsdestotrotz hast du einen Sex-Podcast im Namen der Hose. Und da sprichst du über sehr, sehr viele, sehr, sehr intime Sexgeschichten, auch aus deinem eigenen Leben. Ne? Ist es dir manchmal unangenehm, darüber zu reden? Ja, das muss man natürlich, wenn man da nicht zu viel drüber nachdenkt, ist es
gar nicht so schwer dann, weil es ein kleiner Raum ist. Und dann sitzt der Kevin Ebert neben mir und dann ist das alles sehr intim und alles ganz nett. Und wenn man sich dann nicht überlegt, wie viele Leute da theoretisch gerade zuhören und wieder und wieder und wieder das abspielen könnten, dann ist es gar nicht so schwer. Aber ich mache das, denn wir kriegen Zuschriften von vor allem jungen Frauen, die Probleme mit ihrem Körper haben, mit ihrer Vulva haben, mit dem Wort Nein. Ich glaube, die Antwort Nein ist die schwerste, die man überhaupt geben kann. Und es gibt auch viele junge Männer, alte Männer, Väter, die nicht wissen, oh Gott, wie soll ich meine Kinder aufklären? Was ist cool und was ist nicht cool und so. Und da gibt es viele Zuschriften, die sehr, sehr positiv sind. Und ich glaube, dafür mache ich das gerne. Wenn es die nicht geben würde, würde ich sagen, ja, wir müssen nicht über das Thema reden. Aber ich glaube, wir haben ein großes Problem. Und es gab, also die Mail, die mich am meisten unter vielen, vielen berührt hat, ist, dass eine junge Frau um die 20 nicht zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin gegangen ist, weil sie fest davon überzeugt war, dass ihr Körper und ihre Vulva derartig abartig ist, dass sie sicherlich ausgelacht wird. Und dann hat sie eine Folge von uns gehört und hat uns zugehört, wie das alles aussehen kann, wie es will. Und es ist alles okay. Und wir müssen nicht alle irgendwelche gebleachte Pornodarsteller sein. Du empowerst damit auch viele junge Leute über Körper, über Körpershaming, über Liebe, Intimität nachzudenken. Das tust du ganz, ganz toll. Jetzt könnte man eigentlich schon sagen, end of story. Aber nein, Ariane liegt natürlich, ne? Hier, knüllermäßig noch ein drauf, denn herzlichen Glückwunsch, verdammt nochmal. Ariane Alter übernimmt den Sendeplatz von Jan Böhmermann ab Oktober bei ZDF Neo. Ja, Ariane. Nee. No pressure. Mit der Late-Night-Show Late-Night-Alter. Eigentlich ist es ja ein Ding der Unmöglichkeit, Ari, denn du bist eine Frau. Finde ich auch. Und Frauen sind doch überhaupt nicht lustig. Absolut meine Meinung. Warum bist du denn lustig? Warum hast du diesen Platz bekommen? Ich habe mich hochgeschlafen, wie das eine anständige Frau tut. Was denn sonst? Ich habe nichts anderes erwartet. Solange ich noch unter 40 bin, kann ich das. Danach muss ich raus. Go for it. So habe ich das verstanden. Deswegen sitze ich hier auch, Ari. Absolut. Ja, deswegen ziehen wir die Jahre noch durch und dann schauen wir mal. Und dann gucken wir. Co-Parenting, wir beide. Das finde ich ja ehrlich gesagt die beste Idee von allem Co-Parenting. Im Gegensatz zu irgendwelchen kaputten Beziehungen, wo dann... Ich hatte dich. So, zurück zu deinem Sendeplatz. Ja. Das sind natürlich große Fußstapfen. Ich dachte, ja, irgendwo muss man ja senden. Ja, was ist ein Donnerstag? Donnerstag habe ich Zeit, alles klar. Ja, warum nicht? Und genau, und plötzlich kam hier aus den Ecken, jetzt nicht aus den konkreten, sondern überall, das ist schon eine große Nummer. Ach was? Ach, ich dachte, ja, so kann man es auch sehen. Und seitdem denke ich mir, oh Gott, das ist eine große Nummer. Mhm. Aber es ist wie bei diesen Challenges. Du musst dir einfach denken, das wird schon. Das ist so oft gut gegangen in deinem Leben. Das wird schon. Und wenn es nicht wird, dann geht das Leben auch weiter. Ich freue mich sehr ab Oktober auf Late Night Alter. Vielen Dank. Danke dir. Ich hoffe, euch hat unser Gespräch mit Ariane gefallen. Wenn ihr noch Bock auf andere Gäste habt, wie zum Beispiel Stefanie Heinzmann, Adrian, den Insekten-Influencer oder die Wheelchair-Skater David und Lisa, dann schaut mal in der ARD-Mediathek vorbei. Bye!